Was mit ihm jetzt? Das läuft dann. Wir könnten die Sand, auch den Sand auch direkt in die Fabrik bringen, aber ein Zwischenlager zu nutzen ist vielleicht gar nicht schlecht, weil vielleicht kannst du die Fabrik sonst auch gar nicht aufnehmen, weißt du, wie ich meine? Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel. Ich glaube, dass das manchmal ein bisschen blöd ist, das direkt zu connecten. So, und denen fehlen zum Beispiel hier diese kleinen Kraftfelddinger. Was kostet es, so ein kleines Kraftfeld herzustellen? Kleines Kraftfeld ist ein Dreier-Slot-Größe. Das heißt, ein normales Baugebäude. Dann machen wir hier drüben unsere Produktionsstätte für kleine Kleinteile. Vor allem Kraftfelder. Dann brauchen wir noch ein zweites für Solarzellenproduktion. Das machen wir komplett automatisch, das Zeug. Dann will ich eigentlich nur die Größe haben. Ja, das soll auch gar nicht schnell, oder das muss auch gar nicht schnell gehen. Das reicht mir dann so. Aber wir machen hier eine ganz kleine Mikroproduktion rein. Das, glaube ich, reicht dann auch. So, das heißt, du produzierst mir jetzt mal... Oh nein, das geht nicht mit dem... Okay, warte, stopp. Wir müssen das zurückschicken. Wir brauchen eine größere Fertigung dafür. Die hier. Und er kann auch wieder zurückgehen. So. Ihn hier connecten wir mit einem Lager hier oben. Beispielsweise oben rechts. Ganz oben rechts kommt jetzt unsere Produktionskrams für so Sondersachen rein. In dem Fall ein kleines Kraftfeld wird hier produziert. Mehr ist es nicht. Das ist unsere Fertigung. Ihn connecten wir auch mit dem ganz oben rechts, weil was soll's. Und der braucht auf jeden Fall auch nochmal eben eine solches Dings. Und da produzieren wir jetzt zum Beispiel Solarpaneele. Oder Solardinger. Ja, wir produzieren jetzt hier Solarzellen. Dann haben wir das nämlich automatisiert. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, wir könnten eben einen Chip geben und sagen, ab 10 hör einfach auf. Das wäre zum Beispiel noch so eine Möglichkeit, dass wir ihm einen Chip geben und sagen, ab 10 Produkten, die du produziert hast, hör einfach auf, lass gut sein. Ja? Das wäre natürlich die Premium-Variante, damit die Dinger halt nicht die ganze Zeit überlaufen. Wäre vielleicht nicht schlecht, das geben wir beiden Dingern hier, also einmal ihm, einmal ihm. Und ihm sagen wir sollen jetzt, nimm mal den Produktionsüberlauf, lade das mal rein. Und wir sagen jetzt ihm, was hatten wir da jetzt? Die Kraftfelder, oder? Waren das die Kraftfelder? Ah, muss ich nochmal neu wählen, Kraftfelder. Und starten. Er produziert theoretisch jetzt 40 Kraftfelder. Wer weiß, ob wir das brauchen, aber er macht das auch, ne? Das scheint zu klappen. So, ihm sagen wir jetzt, Solarzellen sollen hier produziert werden. So, alles klar. Wir könnten das jetzt noch umstellen. Warum hat er das jetzt wieder rausgenommen? Jetzt. Ach so, weil ich eins produziere, ne? Jetzt. Das war natürlich ein bisschen der Premium-Trick. So. Jetzt funktioniert das dauerhaft. Das heißt, wir produzieren, theoretisch können wir jetzt hergehen und unbegrenzt viel Grid-Erweiterung machen. Grid-Erweiterung ist eine Sache. Ich hätte gerne allerdings noch einen kleinen weiteren Turm. Und zwar, ich würde mir gerne mal überlegen, ob es eine coole Idee wäre,
Also wir produzieren Solar, das heißt, wir können unsere Solarfelder jetzt theoretisch unbegrenzt erweitern, wenn wir bräuchten. Wir produzieren aber jetzt 2.500 plus und wir brauchen gerade mal 1.100, also, na? So. Das ist momentan noch in Ordnung. Wir produzieren das jetzt, soll ruhig machen. Es wird auch gerade relativ stark verbraucht, weil wir unser Grid auch gerade neu erweitern wollten. Ja. Aber okay. Ich schaue jetzt gerade mal, was wir alles in Arbeit haben. Wir produzieren zu wenig davon. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unsere Bergbaugeschichte hier erweitern. Was genial wäre, was wirklich cool wäre, wäre es, ein kleines Produktionslager zu bauen für Bergbaulaser, weil das ist nämlich zu Tode nervig. Und zwar bauen wir jetzt hier unten zwei Lager auf. Und zwar, keine Ahnung, direkt unter dieses Kommando-Ding. Weil es nervt mich zu Tode, ständig mit den Lasern ständig Laser bauen zu müssen. Hier bauen wir drei Lager auf, direkt an dem Ding dran. Dann baue ich noch drei Fertigungen auf. Oder zumindest zwei. Da machen wir das exakt gleiche wie gerade eben. Du baust mir mal bitte hiervon mal ein paar mehr. Ja, mach mal 8, das reicht mir. Weil meine Idee ist jetzt, so herzugehen, in den ersten zum Beispiel kommt rein Mining Laser. Das brauchen wir fast immer. In den zweiten kommen rein Radar. In den dritten kommen dann Schilde rein oder irgendwie so ein Krams. Aber so für den Anfang ist das jetzt, glaube ich, gar nicht schlecht. So, ihm nicht unendlich viel, aber zumindest für den Moment kriegt er erstmal ein bisschen Zeug. Jedes Mal, wenn ich diese Mining-Arbeiter höre, ja, wie die mit ihrem Laser rumballern, kriege ich komplett meine Zustände, weißt du? Ich jedes Mal Angst habe, wir werden massiv angegriffen und ich check's gerade noch nicht. So, das ist echt Angst, ja. So, ah! Bisschen Schiss, ne? Bisschen der Schisswert. Okay, du baust mir jetzt mal für immer Radar. Und du baust mir jetzt mal für immer Mining Laser. So, und dann hauen wir dann noch die Chips rein. Die Module, damit das auch kein Problem ist. So, also die Mining-Dinger kommen im Lager hier vorne an. Und die Radar-Dinger kommen im zweiten mittleren Lager an. Und dann machen wir das jetzt gleich nochmal mit den anderen Dingers. Und du stellst das bitte für immer her. Du kannst eh nur eins herstellen, von daher ist es völlig Banane. Scheinbar. So, dann laden wir dich mal rein. Sagen ihm hier, machen wir... Das waren jetzt die Mining Laser gleich die ersten, ne? Meine ich. Ja, 40 Mining Laser und let's go. Und ihm hier sagen wir das gleiche, Produktionsüberlauf und hier kommt der Radar rein, zack. Let's go. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes, ist das ein Skript? Würde ich schon sagen, ne? Was wir da hier quasi drauf haben. Das bedeutet, wir checken halt immer wieder, ist der Bedarf, den wir haben, oder ist das, was wir produziert haben, reicht das aus? Oder ist das Quatsch? So. Ja, wenn wir zu viel haben, dann halt nicht, ne? Aber hier, wenn... Ich meine, 40 Stück können wir eh nicht einlagern, ne? Dann ist das Lager voll. Aber ist egal. Ich kann jetzt hier die relativ unkompliziert unsere neuen Bergbaudrohnen ausrüsten. Und es ist überhaupt kein Stress an der Stelle. So, ihr kriegt wieder das. Du meinst wieder das. Und wenn du was gefunden hast, dann machst du das. Und bringst das Zeug an, das. So, fertig, let's go. Und er düst gleich ab, ne? Hat gar keinen Bock mehr. Schaut, checkt mal die Lage und ist gleich fort. Die Frage ist... Der hier nicht, ne? Die hängen beide an dem Speicher hier rum. Er hat 5 Bergbaublaser hier drin, das kann natürlich nicht sein. Hm.
Ich habe noch eine andere Frage. Gibt es einen Scanner? Hatten wir nicht sowas? Ein Turm? Mittelgroßer Kondensator, Montageanlage, Windkraft ist natürlich nice, ne? Also, kann ich auch einen größeren Scanner bauen? Wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Wahrscheinlich noch nicht. Das würde mich aber interessieren. Ein Robotik-Datenwürfel, das finde ich natürlich auch spannend. Das finde ich natürlich auch spannend, ey. Hier ändern wir das auch mal. Da kommt nur noch einer rein. Ich brauche nicht zwei da drin. Ich kann eh nicht dual produzieren. Es ist todenervig manchmal. Aber der hat auf jeden Fall zwei M-Slots und der hat auch genug Kapazität dafür. Also das macht hier vielleicht sogar tatsächlich Sinn. Kann der irgendwas bauen, was mich jetzt total interessiert? Nee, ne? Der kann auch nur den Standard-Krams bauen. Aber dafür ist das relativ okay dann mit dem großen Dingens. Können wir halt auch nochmal separat produzieren. Finde ich okay. Das finde ich gut. Ja, das mag ich gerne. Aber Leute, wisst ihr was? Ich lasse das Spiel jetzt mal hier weiterlaufen ganz kurz. Und hoffe, es passiert nichts, weil ich gehe jetzt mal ganz kurz aufs Örtchen und bin gleich wieder da, ne? Bis gleich. Unterstrich der Unterstrich Franke schenkt 5 Subs. Ein ganz, ganz liebes Dankeschön an Markus der Franke für 5 verschenkte Subs an die Community. Und zwar an Chaotic Leader im
sechsten Monat an Sevan, im zweiten Monat an Ronen, im ersten Monat an Pet Player, im zweiten. Schönen guten Abend, Zwerg und Zwerg-Army. Hallo, dankeschön. Pass auf, dann immer noch. Im Pet Player im zweiten, an Trigun im ersten. Meno, dankeschön für den T2 im 33. Monat, 14 Monate am Stück. Leben wir denn noch? Ist irgendwas passiert, Chat? Wie schaut's aus? Wir sind noch voll da, ne? Okay. Okay, wir sind noch voll da. Gut, unsere Produktion läuft. Euch nochmal ganz, ganz lieben Dank, ey. Ganz, ganz lieben Dank. Vertrauen dir gegenüber neutral. Anomalie. Keine Ahnung. Okay, hier sind unsere Komponenten aufgelistet, auch was wir insgesamt haben. Gegenstände. 48 Solarzellen. Das ist aber, glaube ich, auch alles, was wir verbaut haben. Kann das sein? Kann schon sein, ne? Unser Strom schaut auf jeden Fall sehr solide aus. Hier kommt gerade Licht dran. Oh, wie cool das aussieht. Oh, schau mal! What? What? Alter! Das ist schon schön! Das ist schon schön, so ein bisschen. Michael, wunderhübschen guten Abend. Hi! Das ist schon sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Ja. Erkunde zerstörte Bauwerke. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Dingens? Hier muss ja Zeug ran. Ich muss, warte mal. Kann ich nicht hier irgendwo... Da haben wir ein bisschen was. Ich kann mal 5 Lager hier irgendwo reinlegen. Dann kann ich hier 17 Sachen da nehmen. Haben wir noch irgendwo sonst irgendwelche Chips? Ja, hier unten. Kann ich die jetzt schon mal hinliefern? The technology in this structure is highly compatible with our own. Investigating more of these structures would advance our own technology. Oh. Ja, geil. Wir haben den Datenwürfel bekommen. Okay. Ich hau das jetzt einfach irgendwo rein. Die Bots machen das schon. Okay, also das ist, These data cubes have extremely dense data clusters. It seems, right now, we can only access surface level data. If we can recover more of these cubes, we can gain greater knowledge of this world. With a sufficient amount, it will help us unlock gateway technology. Okay, let's go. Wir sind schon voll gut vorbereitet, ey. Wir sind guter Dinge. Lass uns den nächsten Würfel-Cube-Dings da mal prüfen. Ich seh das kommen, ne? Gateway-Technologie finde ich natürlich spannend. Will ich haben. Dann lass uns mal hier den nächsten Access probieren. Oder kriegen wir einfach Zeug, okay? Ja gut, dann... ich habe auf jeden Fall Zeug gefunden wieder. Ich weiß nicht, ob die Startposition jetzt gut oder schlecht ist. Hier ist Wasser oder sowas. Hier ist noch einer. Oh, hier kriegen wir wieder Zeug raus. Ich bleibe jetzt mal hier, ich gehe da noch nicht rüber. Ich will auch noch nicht so weit weg, falls die Drohnen... Ich meine, die kommen immer noch Hause, aber... ne? Unser Netzwerk ist jetzt... Da hätten sie sogar Energie, ne? Ich meine, ich kann sie mal ganz kurz ins Netzwerk fahren.
Oh, die scheinen ziemlich aufgeladen zu sein. Ich kann doch eigentlich einen Erkunder bauen, ne? Einen richtigen Erkunderbär. Mit einer Verhaltenscode, mit so einem Verhaltensding. Okay, hier müssen wir wieder eine Konsole knacken. Ich check das nicht, ey. Das ist tatsächlich immer nur pures Glück, was ich hier mache. Kein Plan, wie das funktioniert. Aber es hat funktioniert. Okay, geteiltes Lager. Moment. Sind auch ziemlich voll jetzt. Metallbarren werden hier benötigt, um die Reparatur durchzuführen. Bringen wir unsere Freunde mal nach Hause. Leider haben wir das nicht bekommen aus dem ganzen Krams. Weg. Ich lade mal 20 ein und dann let's go, ne? Hallo Speldi, grüß dich! It is clear these structures were built by a similar life form, yet the timestamps date back thousands of years. Okay. Das haben wir gelöst, oder? Ja, ist gelöst. Sehr gespannt gerade, was uns dann hier noch so erwartet. So, nehmen wir dichterer Wald. Ressourcen gibt es ja hier auch ganz schön arg viel, oder? Oder täuscht mich das jetzt? Und ich bin eigentlich, kratz nur an der Oberfläche gerade. Wahrscheinlich, ne? Oh, schon wieder so eine Konsole, ey. Also diese Art von Rätsel check ich halt auch überhaupt nicht, ne? Vor allem, weil sich halt nichts bewegt da. Also wenn sich was drehen würde, hätte ich ja nichts gesagt, ne? Müssen die Knoten in aktiven Zustand versetzt werden? Ja! Ja, ich weiß schon, dass ich alles blau machen muss. Das ist mir schon klar, aber ich check nicht wie. The serial numbers on some of these parts match our own exactly.
However, the chances of two species evolving in exactly the same way are astronomical. How is such a thing possible? Das weiß niemand. Oh, eine Fabrik. Oh! Systemscan benötigt einen Intel-Scanner. Wieso denn jetzt Intel? Menschlichen Ursprungs. Ja, wir brauchen den Intel-Scanner dazu, sonst geht's nicht. Forschungslabor, okay. Lagerhaus. Schaut aber alles aus wie ein Krankenhaus, wenn du mich fragst. Erkundbares, da können wir ran, oder was? Ja. Nein. Kann ich gar nicht mehr alles mitnehmen, ne? We are on the verge of a major breakthrough. This will allow us to develop our own new technologies based on the data we have gathered. Ja, wir brauchen halt von den Cube-Zeugs, brauchen wir halt noch 4 Stück, ne? Wir bringen das mal heim, bevor wir wieder herkommen. Das Süden ist gut. Süden ist Freund. Wir bringen einen Haufen Krams nach Hause. War das jetzt können? Nee. Verzweifeltes Aufeinanderklicken. Einfach nur verzweifeltes Dahinklicken. Unsere Bots sind alle leer, ne? Ja, das war eh bitter nötig, dass wir heimkommen. Wir können die elementaren Sachen noch nicht forschen. Tatsächlich. Aber wir können da mal gucken. Wir brauchen die einfache Forschung, sonst geht... Ohne die Gateway-Technologie geht nichts. Das ist unser Problem gerade. Unsere Bots sind wieder vollgeladen. Das geht tatsächlich sehr schnell. Der Cube ist sofort abgeholt worden. Wir gehen wieder runter. Da gab es nämlich noch einen zweiten... Genau daneben, aber ich hole mir erstmal den einen Kram wieder ab. So. Momentan schaut eigentlich alles ganz angenehm aus, was unsere Ressourcen angeht. Wir haben auch ein paar Kabel. Diese Rahmen, keinen Plan. Und die Robotik-Datenwürfel, ja gut, die haben wir halt gar nicht, ne? Aber wir sind auf dem Weg dahin. Mal schauen. Das ist wieder so ein richtiges... Da ist so ein Ding, das mag ich. Na, das checke ich halt. Nicht zwingend, aber... Weißt du, es geht. Da weiß ich, was ich machen muss. Alle freuen sich. Ja. Das ist gut. Das ist mein Freund, das so wie das ist. Das ist okay. Mit dem Laranit-Erz müssen wir auch mal schauen, was wir damit anfangen können. Das ist nochmal eine kleine erkundbare Geschichte. Können wir wieder Kram mitnehmen. Schön. Verstreute Ressource nur. Okay. Uns fehlen nur noch 3 Würfel. Dann haben wir die Technologie hier freigeschaltet. Ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht mal eins bekommen hier. Ach, da ist schon wieder. So, hier brauchen wir Chips, aber das ist okay. Wir sind eh fast daheim. Also wir bringen den Kram jetzt mal nach Hause und holen den anderen Kram hier wieder ab. Wir haben 2 Chips da drin liegen. Ich weiß nicht, wie viel braucht der? Haben wir das irgendwo gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme jetzt mal die 2 mit und schaue, ob das reicht.
Ich hoffe, das reicht jetzt einfach. So. We have discovered key parts of deciphering these technologies. Okay. We are a step closer to the point where we will be able to create our own simulations. Okay, also